Dieses Video fällt mir nicht einfach und doch mache ich es, weil es mir gut tut und wenn ich im Dienste bin und diese Prophezeiungen, diese Wahrnehmung, die ich habe, mit dir teilen darf, so hebt mich dies in einer anderen Schwingung. Am Ende des Videos, nicht jetzt, wegen den Emotionen, werde ich euch noch erzählen, warum ich gerade in Trauer bin, wegen Crystal. Er ist nicht mehr da. Und habe aber ein ganz starkes Bedürfnis, das zu machen jetzt, weil es mir auch gut tut. Weil ich habe ja seit Tagen Visionen und Visionen und Visionen. Und auch was meinen Körper betrifft, werde ich nachher auch noch erzählen, was bei den Untersuchungen herausgekommen ist. Aber es ist alles gut. Ja. Hallo und herzlich willkommen zum Mai-Video mit Verspätung. Wir haben heute den 5. Mai. Ich konnte es nicht früher machen, weil eben ich im Spital war und wegen Crystal. Und dieses Video wirkt bis Anfangs Juni. Und so darf ich begleiten, auch mit der Energie der Natur, des Aufwachens, des Erblühens, des Starkwerdens des Körpers, Heilkräfte. Und ich habe viele Themen. Wir fangen einfach an. Ich weiß noch nicht, wo ich anfangen soll. Ich gehe jetzt einfach mal rein, weil ich habe die Notizen hier, 3 Seiten, aber ich schaue jetzt einfach, was kommt, okay? Gut. Könnte ein längeres Video geben. Danke, dass du da bist. Danke für alle deine Worte und Kommentare. Ich lese sie alle, das wisst ihr. So. Hört ihr das? In diesem Augenblick, wo ich die Kundalini spüre, ist der Vogel draußen am Flöten, am Singen. Lachen tut gut. Ja, habe gerade eine Energieerhöhung, die ich jetzt live mit dir teile und ich bin dankbar dafür. Danke. Ich spüre gerade, dass sie mich auch reinigen. Wegen der Trauer ist man in einer tieferen Schwingung und zieht dementsprechend auch Sachen an. Ich habe mir gestern Abend noch was Kleines eingefangen, sage ich mal. Und das sind sie jetzt gerade am Rausspülen. Und ich bekomme jetzt auch ganz, ganz klar die blauen Wesen rein. Okay. Vorausschau Mai 2023. Was ist da? Ich muss mit dem anfangen. Okay, das ist etwas nicht makaber. Okay. Ich fange mit dem Meer an, mit einer positiven Nachricht. Und zwar habe ich in diesem Video, das hatte ich auch aufgeschrieben, ich kann es noch nicht zuordnen, wir haben hier die Energie der Meeresschildkröte. Und da könnt ihr gucken, dass ich da ziemlich gestaunt habe, als ich plötzlich das Meer sah. Jetzt muss ich es kurz suchen, wo es ist. Und ich diese Meeresschildkröte. Und ich dachte, was zum Kuckuck hat das mit der Energie von Mai zu tun? Moment. Meeresschildkröte. Meeresschildkrötenenergie. Also was ich da schon vor ein paar Tagen gechannelt hatte, jetzt kommt da viel Kraft rein. Schwung. Vollständiges Treiben lassen. In Ruhe. Zeitlosigkeit. Wesen zwischen Wasser und Erde. Dieses ganze Video, da muss ich es auch zu Anfang erzählen, wird von der Meeresschildkrötenenergie begleitet. Und jetzt bekomme ich auch die Erklärung gleich, warum. Und zwar wegen den Ereignissen in draußen, die jetzt sehr stark zunehmen werden. Schon wieder. Die nächsten Wochen wird
Die nächsten Wochen sehe ich sehr viel nicht wertend, Explosionen, Licht, sehr viel ich kann nur das teilen, was ich bekomme, okay? Ich frage noch kurz nach, ob ich das jetzt sagen soll, weil ich bitte darum, dass das gesagt wird, was wirklich zum Wohle des Ganzen ist. Ich soll das erzählen. Moment. Okay, also das Kriegsgeschehen auf der Erde bekommt eine neue Energiedosis. Es wird nach vorne getrieben. Und das Kriegsgeschehen in den Ländern, die schon bekannt sind, bekommt eine neue Dimension, weil sie momentan an einer Kraftquelle angedockt sind, die sie mit Energie versorgt. Also sie bekommen so viel Booster, so viel Energie von Menschen, die nicht Menschen sind. Moment. Und anderen Quellen. Was soll ich das jetzt wirklich? Kriegsschiffe, Wasser, Bum Bum Bomben, viel Energie da rein. Viele noch mehr gehen. Es nimmt eine Dimension an, die ihr euch jetzt gerade noch nicht vorstellen könnt. Es gehen sehr viele Menschen. Aber das soll auch so sein. Wisse, du bist immer am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Und es gibt keine Opfer und Täter. Und dies wird mit, dies zeigt sich mir wie ein Film. Und ich darf das teilen. Warum? Um dich in der Ruhe zu halten und dir zu sagen, von der himmlischen Welt, dass es in Ordnung ist, was geschieht. Dass das, was jetzt passiert, dient auch zur Reinigung der Erde. Und das, was geschieht, das Äußere, dieser Krieg, der jetzt in einer unglaublichen Wucht jetzt hochgefahren wird, ist nichts anderes als also einer der Schritte der Manifestation, was schon längst auf der inneren Ebene geschehen ist. Verstehe, dass das, was du im Außen siehst, ist nicht neu oder gerade jetzt erschaffen. Wenn eine Bombe hochgeht, ist das nicht in dieser Sekunde entstanden, sondern die Energie ist schon längst da im Innern der Menschen und brodelt und kommt aus einer Art Ventil nach draußen. Es ist, Entschuldigung der Vergleich, wie ein riesiger eitler Pickel, der jetzt das Innere, das was nicht gut ist, rauslässt. Durch das, dass es nach außen kommt, durch das, dass es jetzt aufgeht oder rausgeht, gibt es dieses. Und es geht nicht lange. Es geht nicht lange, es geht ein paar Wochen. Und dann. Dann kehrt eine Art Reinigungswelle ein, weil dann realisieren die Menschen vor Ort, was geschieht. Und es wird ruhiger. Dann kommt die Trauer, da kommt das Verarbeiten. Und vor allem im Juni, Juli, kommt dann das Realisieren im Innern der Menschen, die dort sind, die dann leben, noch leben. Was tue ich hier? Das ist nicht gut. Ich möchte einen anderen Weg.
Ich möchte Frieden. Und die Realisation, dass das Frieden im Außen zuerst in ihnen geschehen soll, kommt dann in dies Tag, in das Tagesbewusstsein hinein. Das heißt, so krass das jetzt klingen mag, diese Prophezeiung, die ich jetzt habe, so dient es zur Reinigung und zur eine Art Lektion, dass die, die dann hier sind, das verstehen, dass es nicht weitergeht. Und so schneller. Okay. Und danach sehe ich eine Art Frieden kommen. Der Frieden ist aber definitiv in den nächsten Monaten nicht im Außen sehbar. Aber wo ich den Frieden wahrnehme, ist als Energie feinstofflich hier in den Köpfen der Menschen, auch in der Politik. Da entsteht ein neues Bewusstsein, dass es so nicht weitergeht. Und dass man mit Kampf, braucht es zwei immer, dass man nie gewinnt, sondern immer verliert. Und es gibt nichts zu verteidigen. Es gibt nichts zu erhalten, sondern die Energie wird reiner. Ja, ich kann es jetzt noch nicht besser erklären. Ich muss vom Thema wegkommen, sagen sie, okay. Und das ist die Erklärung, warum die Schildkrötenenergie jetzt auf dich auch wirkt. Nochmals, vollständiges Treiben lassen. Du kannst es nicht verhindern. Es geschieht. Hingabe. In Ruhe und Zeitlosigkeit. Stell dir mal vor, schau dir mal Videos an von Schildkröten, wie sie treiben. Schnappen nach Luft, geh nach unten. Durch diese gedämpfte Welt unten hört man ja weniger Geräusche und es ist ruhiger, man lässt sich treiben. Und ganz klar kommt die Botschaft noch vom Himmel oder von den positiven geistigen, weißen Bruderschaft und etc. an dich. Bleib in der Ruhe. Versuche nicht, etwas zu verhindern. Gehe ja nicht in den Kampf. Weder in die Wut, noch in die Trauer, wenn es dir möglich ist. Sondern erschaffe eine neue Welt in dir. Und so unterstützt du auch die Menschen vor Ort und die Kinder und die Tiere und die Pflanzen und die Naturwesen. Man redet immer nur von den Menschen. Es ist ganzheitlich dort. Vergiss das nicht. So. Puh. Okay. Ich guck mal ganz kurz. Ich muss jetzt schon. Ja, hier kommt noch der Punkt 2. Das passt. Und ich wusste nicht, warum. Ich habe es hier wirklich geschrieben. Annahme, Energie, Mai. Was ist? Nehme an, was ist. Politik, Körper, Beziehung, Situationen. Körper, was? Das ist was anderes, das erzähle ich nachher gleich. Also, es gibt viele, die jetzt Demos machen oder eben Widerstand sind gegen die Politik, für die Umwelt, für das Klima, für den Tierschutz und so weiter. Hat alles seine Berechtigung. Aber irgendwann realisierst du, dass solange du im Widerstand bist mit etwas, einer Situation, einer Person, einer Politikform, dass dann nie Frieden ist in dir und das mit dir raus erschaffend, manifestierend. Es wird nie friedlich sein. Und jetzt protestieren viele und sagen, ja, aber wir müssen doch etwas sagen. Wir müssen doch für unser Recht einstehen. Wir müssen doch uns für unsere Tiere, Menschen kümmern und unsere Umwelt. Nein,
Ja, keine Ahnung. Ich erzähle dir, was ich wahrnehme. Mit meiner Energie. Frieden in mir, Annahme, was ist, heißt nicht gutheißen, heißt nicht sagen, es ist super, was du machst. Nein, Annahme, was ist. Frieden in mir, aus mir erschaffend eine neue Welt des lichtvollen Seins, lichtvolle Präsenz, bewirkt, dass diese Energie von der Erde, von den Tieren und die Situationen, für die du dich eingesetzt hast, positiv genährt und neu geformt werden, lieber Schatz. Verstehe das bitte. Widerstand verlierst du. Es tut nicht gut. Das spürst du auch. Schaue, wie dein Körperempfinden ist, wenn du Schmerzen hast. Jede Frau, die einmal ein Baby bekommen hat, weiß, dass wenn wir uns gegen eine Situation, was ist, wehren, es tut verdammt noch mal mehr weh. Und jetzt komme ich zum nächsten Punkt. Annahme, Schmerz, Körper. Meine Lektionen hier. Ich war jetzt dreimal im Spital. Zuerst eben Verdacht, ich habe es schon im letzten Video erzählt und habe jetzt eine Magen-Darm-Spiegelung gemacht. Und ich erzähle euch jetzt etwas, was die Energie des Maies ist für das neue Bewusstsein in dir. Gott! Seit 20 Jahren wehre ich mich gegen die Pharma. Seit fast 20 Jahren möchte ich keine Medikamente nehmen und habe es auch bis jetzt geschafft. Seit 20 Jahren habe ich sie indirekt verurteilt. Alle Menschen, die da dabei waren, geforscht haben, Medikamente verkauft haben, Spitäler, Ärzte und so weiter. Es war Widerstand. Und die neue Energie im Mai ist zuerst Punkt 1. Annahme in dem, das was ist. Das, was ich vorher erzählt habe, wegen dem Kriegsgeschehen und der Politik, so bitte ich dich auch, alles, was du bei dir gerade entdeckst in deinem Alltag, schaue es an, wo Widerstand ist. Mai ist jetzt da für die Auflösung des Widerstandes in dir gegen etwas. Ich konnte meinen Widerstand auflösen, was die Pharma betrifft, weil ich selber ein Beruhigungsmittel bekommen hatte, weil ich ein kleiner Hypochonder bin und Angst hatte um meinen Körper. Dieses Geschehen, weil ich beim Ablösungsprozess von Crystal dabei gewesen bin. Es hat meinen Körper so geschwächt, dass ich mehrere Mal im Spital war. Ich hatte enormen Blutverlust. Ich habe aus dem Darm geblutet, sehr, sehr stark. Und bei der Darmspiegelung war es so ein Widerstand in mir. Ich wollte keine Narkose. Ich wollte nicht im Spital sein. Ich hatte Widerstand. Und plötzlich wurde ich fast schon etwas gezwungen, aber nicht nur, sondern ich habe gesehen, wie lieb die Menschen dort sind. Und ich habe gesehen, wie mir das Beruhigungsmittel hilft. Und ich habe meine zweitgrößte Lebensangst vor einer Narkose aufgeben dürfen, weil ich früher bei einer Operation, ich hatte sehr viele Operationen früher, wach geworden bin, während der OP, während sie mein Bein aufgesägt hatten und ich den Schlauch im Hals spürte und bin in Panik geraten. Ich durfte das jetzt auflösen. Und habe gemerkt, es ist voll easy. Es ist voll easy. Sie haben gesagt, ich soll bis 10 zählen. Da habe ich gesagt, nein. Habe gesagt, Vater, Mutter, Schöpfer, Gott, ich bitte darum, dass sich jeder Augenblick eines jeden Tages sich in perfekter Übereinstimmung mit dem göttlichen Willen erfüllt. Weg von Jasmohin. Bin aufgewacht
bekam die Diagnose innere Hämorrhoiden. Da ging es ja auch ums Thema Loslassen. Und zwar, ich bin 7 Monate einem Mann hinterhergerannt. Es spielt keine Rolle, wer es ist, frag mich bitte nicht. Ich habe 7 Monate mein alles gegeben, was ich kann. Aber wenn du loslässt, siehst du plötzlich, was bei dir ist. Und ich habe es dann gemerkt, als es mir schlecht ging und da kam niemand ins Spital. Und dann habe ich gespürt, okay, da habe ich gemerkt, meine Erwartungshaltung ist nicht erfüllt worden und dass ich scheinbar für diese Person nicht so wichtig bin. Und das ist in Ordnung. Ich bin das noch etwas am Auflösen. Ich war ein bisschen dann plötzlich in der Wut. Und das ist gut so. Und die ist immer noch etwas vorhanden. Und das ist super, weil das macht mich nicht mehr zum... Weil ich war so. Ich bin der Liebe nachgerannt. Und ich danke ihm von ganzem Herzen, weil er bringt, er hat mich jetzt 100% zu mir gebracht. Ich weiß jetzt, was ich wert bin. Und ich brauche mich nicht größer oder kleiner zu machen oder zu verändern. Wenn jemand mit dir zusammen sein möchte, dann tut er das, ohne dass du etwas dafür tust, in Anführungszeichen. Ich bin mir jetzt die ideale Partnerin. Ja, und dann mit Crystal. Also nochmals kurz zusammenfassend. Meine Prophezeiung, es macht Bumm. Und das ist in Ordnung. Das ist ein Schritt vom Innen nach Außen. Dann gibt es auch diese Kriegsherde. Ich habe es in anderen Videos schon erklärt. Warum kriegt es so viel Krieg? Gehen wir zurück in Entwicklung? Nö. Guckt euch mal die Welt an, wie viel Frieden wir schon haben, hatten. Guckt euch mal das Bewusstsein der Leute an, wie sie immer mehr mit sich selber besser umgehen und mit den Tieren und der Umwelt. Das Bewusstsein explodiert im Positiven. Aber es hat noch Zeugs von früher und das muss mal raus. Na? Das ist wie wenn du fastest, da kommt zuerst mal der Dreck raus und du stinkst. Dein Schweiß stinkt und du bekommst Pickel auf der Haut. Obwohl du nichts isst, weil dann der innere Dreck rauskommt. Und so kommt das Kollektivbewusstsein, diese unglaubliche Gewalt, dieses Machtgehabe, dieses Besitz haben wollen und all das Zeugs kommt jetzt raus. Und die Menschen, Tiere, die dort sind, die wissen das von der Seele her. Sie sind einverstanden. Meine Wahrnehmung, ich weiß, dass das manche nicht verstehen können, aber so nehme ich es wahr. Es gibt für mich weder Zufall noch Glück, noch Opfer noch Täter. Wir sind alles, immer schon gewesen. Ja. Ja. Crystal. Ich mache morgen noch mal ein Video. Ich möchte es morgen erzählen. Erst vor 2 Tagen ist er gegangen. Und mit ganz vielen Visionen und anderen Sachen. Ich kann jetzt nicht darüber reden. Ja? Zeitgleich mit meinem Halbbruder, der auch sein geliebter Yorkshire Terrier mit 14 Jahren, aber 12 Stunden vorher auch verloren hat. Aber es ist nicht verloren. Das ist Ego, Trauer, tiefe Schwingung, alles klar, darf sein. Seele ist ewig, ist mir bewusst. Ich liebe dich. Bis morgen, Vollmond. Da gibt es auch die blauen Wesen. Da gibt es eine Energieübertragung und da freue ich mich besonders darauf. Ich liebe dich, halt die Ohren steif, bleib heil in deinen Gedanken. Schaue, ob du den Widerstand für dich behalten möchtest. Wenn es sich aus irgendeinem Grund gut anfühlt, mache es. Aber schaue auch, was es mit dir macht, wenn das, was geschieht in Weltpolitik, mit deinem Körper oder in einer anderen Situation
du plötzlich in die Energie der Annahme gehst, nicht gutheißen. Das, was ist, annehmen. Und aus dem entsteht eine neue Größe in dir. Du wächst, wirst friedlich zu einem neuen, wunderschönen Energiewesen, einem lichtvollen Wesen, lichtvolle Präsenz. Wir haben die unglaubliche Unterstützung des Himmels, jederzeit, für dich, für jedes einzelne Wesen hier. Es gibt hier einen Schöpfer, der ist so gigantisch gut unterwegs, der macht das so gut. Ich liebe dich. Bis morgen. Schaut, was die Voraussagen mit dir machen und teile auch gerne die Wahrnehmungen. Ich bitte dich aber, es so neutral wie möglich zu halten, von der Energie her. Schaue, was du schreibst, ob es den anderen dient oder nicht. I love you. Bis morgen. Danke.